Willkommen zurück in der Folge Nummer 48, wenn mich nicht alles täuscht. Ich stehe vor den drei Nischen und eine leere Nische. Da muss die rote Steinplatte rein, liebe Freunde, und herzlich willkommen. Jetzt gucke ich mal eben, wo ist die rote Steinplatte? Ich weiß, dass ich sie habe. Habt ihr ja auch alle gesehen. Hier haben wir die blaue, hier ist die grüne. Was ist das? Nee, das ist keine Steinplatte. Nein. Wo ist die rote Steinplatte? Wird sich manch einer fragen und ich sehe sie nicht. Die ist nicht im Inventar. Aber sie löst trotzdem was aus und Spannung steigt. Ich wusste es. Und es geht noch weiter runter. Oh, naja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wo es dann wieder hingeht hier. Das ist ein großer Keller hier. Oh, weia. Ist da wer? Ui, was? Oh, das ist... Was denn? Hey, ein leeres Weinfass. Sollten wir dem Sandrock nicht ein leeres Feinfass irgendwie liefern? Wenn es denn mal ginge? Nö. So. Wenn ich es nicht herauskriegen sollte, gleich mal ein Aufruf an euch. Was hat es mit dem leeren Weinfass auf sich? Ich kann es nicht... Ich kann es leider nicht. Mal gucken, vielleicht kann ich es kaputt schlagen. Nein. Ich kann nichts auslösen hier. Es passiert nichts. Es kommt auch kein Kommentar. Quest Sandrock ist es langweilig. Gucken wir doch mal gleich nach. Sandrock ist es langweilig. Wo ist es denn? Ist es jetzt wieder weg? Tatsache. Verborgenen Keller der Felsung ist eine Bibliothek. Damit wäre Sandrock geholfen. Ja, richtig, der liest doch so gerne, außer dass er immer nur Kreuzworträtsel löst. Naja, löst er nicht. Jedoch, eine Feder zum Schreiben hat es hier. Da geht es noch weiter runter. Uiuiui. Hier kann man richtig schön gucken, was hier los ist. Eine Buchkommode, bestimmt was lernen. Song 25, Tränke permanenter Veränderung. Gut, okay, das sind... Rezepte für Perma-Geschichten, für Permatränke. In der Truhe befinden sich schöne viele Pfeile. Nee, Bolzen. Ich brauche keine Bolzen, ich brauche Pfeile. Leeres Blatt Kaugummi in Form von Schwefel. Und alte Knochen. Oh yeah. Ein schöner Tag heute, finde ich. Mal gucken, was wir denn hier noch haben. Lesen. Okay, altes Magiewissen prüfen. Gucken wir zuerst mal. Man nennt mich einen Adepten bis 75 Wissenspunkte. 61 Punkte. Jetzt lesen wir nochmal. Verstehe. Und plus 3. Und Erfahrung plus 10. Ja, cool. Das heißt also, ich habe ein bisschen mehr Magical gekriegt. Mana Magiewissen 64. Ja, cool. Schauen wir mal. Versteckt sich denn hier noch ein Buch? Nö. Aber hier, oh, grobes Breitschwert, Essenz der Heilung und Flavor-Papier in Form von aufgerollten Schriftrollen. Dann Angst, Feuerball, leichte Wunden heilen, Feuerball, ah, oh, schön. Dann Labor-Wasserflaschen. Labor. Warum sage ich immer Labor? Ja, ich bin ein alter The Monsters-Fan. Schreibpult. Kann ich was schreiben? Und da sagt der Grandpa Monster zu Herman Monster, lass uns runter in Labor gehen. Deswegen sage ich das so. Okay. Noch was Neues. Gibt's hier irgendwas? Na, doch, da war doch was. Hallo, Liebesroman. Jetzt für die Verliebten ein Liebesroman lesen. Ja, ja, ja. Gucken wir mal, wo ist er denn? Müssen wir wieder durchgucken, weil hier alles durcheinander ist. Was? Liebesgeschichten von Rosemarie Polzer. So, Polzer, was ist denn das? Moment mal, Rosemarie Polzer, ist das nicht eine Anspielung auf... wie heißt die Serie? Schreibt es mir in den Kommentaren. Ich komme nicht auf die Serie, die so ähnlich klingt. Wieder einmal beglückt Rosemarie Polzer mit einem neuen Roman voller grotesker Erotesken und leidenschaftsloser Wehmut in einer hingebungsvollen Handlung mörtanischer Bote.
Die frivole Bäuerin. Dies ist die Geschichte einer jungen Bäuerin. Naja, gut. Also, dies ist die Geschichte einer jungen Bäuerin aus Geldern, die auszog, um ihre Liebe im Glück zu suchen, zu finden, zu genießen und wieder zu verlieren. Die junge, hübsche Bäuerin, in Klammern, was steht da? JHB? Weiß ich nicht, da brauche ich auch mal wieder einen Kommentar, falls ihr das wisst. Deren Name hier keine Rolle spielt, war gerade aus den Toren von Geldern gegangen, als sie von einem ungestümen Piraten auf anzügliche Art angesprochen wurde. Seine Worte entzückten die HB auf inbrünstige Weise. Dabei bezirzte der unbändige Pirat die JHB mit den abenteuerlichsten Liebesschwüren, wobei er die enormsten Komparationen, was sind denn Komparationen, auftürmte, die JHB je gehört hatte. So, zum Beispiel, oh du meine am allergeliebteste JHB, ach meine angeschmachtetes Venus vom Willendorf, willig wonnige Wollust durchwandert in wehmütiger und wenig würdevoller Wallung die wundervolle JHB bei den windigen Wortwendungen des Piraten. Auch sehr gut, auch sehr gut, auch sehr gut. Okay, Fehler zum Schreiben. Ich glaube, schreiben kann ich hier nichts, ne? Nö, richtig. Nee, ich habe Ende gesagt. Hallo. Nicht das Buch zerreißen. Ich will weg. Da hat es einen kleinen Hänger gegeben. So, alchemitisch. Ich lasse das mal spielen. Was war das? Oh, 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 oh. Ein klapperiges, klettiges Skelett. Wo ist es? Da ist er. Okay, er bleibt hängen. Ich werde es bestimmt nicht schaffen. Aber er bleibt an dieser Mauer, sag ich schon. Ja. Spielen wir Tischtennis hier. Oh, war ja. Versuche hier die Ecke zu nehmen. Oh, der hat mich erwischt. Na gut, okay. Risiko, Risiko. Und das Skelett ist sehr mächtig. So, vielleicht sollte ich überhaupt gar nicht irgendwie hier mit einem Schwertchen rummachen. Ich habe doch so geile Sprüche gerade eben gefunden. Wie zum Beispiel Feuerball. Gucken. Und was richtet das aus? Nichts. Das glaube ich jetzt überhaupt nicht. Feuerball. Ja, sowieso nichts. Also bringt das nichts. Bringt denn Pfeil und Bogen was? Kann ich mir auch nicht vorstellen, weil da... Oh, das bringt was. Und zwar weniger Pfeile, viel weniger Pfeile. Nee, ich glaube, das ist nicht gerade intelligent und clever. Immer bei ihm im Unterleib steckt, also im Becken. Das sind doch bestimmt, wie viel hatte ich gehabt? Wie viele Pfeile? 65? 150 Erfahrung. Gucke ich mal nach. Jetzt habe ich nur noch 21. So ein Mist. Aber ich werde mal zwischenspeichern, falls ich nicht weiterkommen sollte. Und werde mir aber jetzt ein anderes Schwertchen anlegen, was ich anlegen könnte, eventuell. Nee, geht ja nicht. Was ist denn das? Paladin Zweihänder. Wieso kann ich den anlegen? Wie geil ist das denn? Okay, dann machen wir das mal so. Würde Bodo Henkel sagen, dann machen wir das mal so. Ja, ein Paladin Zweihänder. Damit habe ich bestimmt große Reichweite, aber nicht so... Ja! Aber er netzt, hat mich auch schon genetzt. Thank you.
Aha, aber das kann spannend werden. Ah, okay. Ah. Na, war ich nicht nahe dran genug? Vielleicht sollte ich doch noch mal ein bisschen futtern. Das kann man ja hier schön nebenbei machen. Lalalala. Auch so. Ein Apfel vielleicht noch mal. Da gibt es ja wieder ein bisschen Stärke drauf. Mumpfi und speichern. Genau. An der Stelle. Und weiter geht's. 50 Love. Und schon gleich wieder einen auf die Fresse gekriegt von dem Skelett. Und nochmal. So, weiter geht's. Okay. Ah, ich hab ihn. Ja, genau. Immer wenn er an den Tisch geht, dann holt er ja nochmal aus. Und dann kann ich zuhauen. Aber, ah, ja, genau. Richtig. Ah, Leute, 50 Love. Ah, jetzt hat er mich getroffen. Mist. Nicht speichern, sorry. Ich bin echt aufgeregt. Ich muss was essen. Meine Blutzuckerwerte gehen nach unten. Ach, ich nehme Trank. Ich bin ungeduldig. Ich glaube, ihr seid sicher auch ungeduldig, oder? Wie das Spiel hier ausgeht. Aha. Na? Ah, jetzt. Ja. Jetzt könnte es... Na, immer noch nicht. Oh, der blockt. Oh, 150. Sehr schön. Rostiges Schwert. Niederes Skelett. Was soll es auch mehr geben als ein Knochen von ihm? Ja, Leute. Ups, sind wir hängen geblieben. Ja, dann freue ich mich. Da kommt noch mehr. Ich lach mich kaputt, da geht es ja nochmal runter. Warum ist das so? Was gibt's denn hier noch? Nein, ich wusste es. Bevor ich hier auf so einen seltsamen Schlüssel traf. Warte mal, dann machen wir das mal umgekehrt hier. Ja. Oh. Also ich glaube, ich muss es dann raffen. Weil das erste niedrige Skelett haben wir ja genatzt. Genau, richtig. Immer wenn er ausholt. Ah, jetzt fahre ich nicht genug am Tisch ran. Jetzt. Nein. Wow. Okay, musste ich nicht raffen. Hat nicht so lange gedauert. Aber dafür... Ach hier, nee. Oh. Leute, ihr wisst gar nicht, was ich für ein Adrenalin im Blut jetzt im Augenblick habe. So, hier war doch so ein lustig Schlüssel. Wo ist er denn? Da. Seltsamer Schlüssel aus Sandroks Burg. Seltsamer Schlüssel. So, ich will jetzt die ganzen Schlüssel nie angucken. So, den Burggarten, Schlüssel vom was? Bergtor, das hieß ja seltsamer Schlüssel. Auch dieser seltsame Schlüssel. Moment mal, vielleicht ganz unten. Ja, da sind zwei Schlüssel versteckt. Seltsamer aus Sandroksburg, im Keller von Sandroksburg gefunden. Ja. Okay, ja. Was versteckt sich denn hier noch? Nichts. Und hier geht's schon wieder runter. Noch weiter runter. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hey. Eieieiei. Und da steht wieder ein Heinz. Der sieht aber ein bisschen besser aus. Okay, lass uns Tischtennis spielen.
So. Was hat denn der? Eine Pike? Dann hat er ja super. Ah ne, das ist keine Pike. So. Ja. Gegen den komme ich nicht an. So wie das aussieht. Gucken wir uns das nochmal an. Doch, ich darf nicht. Tolle Nummer. Ja, dann brauche ich hier gar nicht weitermachen. Dann gehen wir zurück zu Sandrock. Gegen den, gegen das Skelett komme ich ja nicht an. Also, da werdet ihr auch Verständnis haben, dass das so nicht geht. Was ist mit dem leeren Weinfass? Wahrscheinlich kann ich dem Sandrock sagen, du, pass mal auf, ich habe ein leeres Weinfass unten im Keller gefunden. Das werden wir auch so machen. So, Sandrock. Wollen wir mal Bericht erstatten. Unterhalb der Festung gibt es einen verborgenen Keller, in dem sich eine Bibliothek befindet. Tatsächlich? Ich fasse es nicht. Da lebe ich schon so lange auf dieser Insel und finde nichts. Aber kaum bist du hier, findest du nicht nur einen geheimen Keller, sondern sogar eine Bibliothek. Jetzt sei doch froh, dass ich die Bibliothek überhaupt gefunden habe. Hast ja recht. Jetzt habe ich wenigstens etwas zu lesen. Danke. Hier, das ist mir sogar 100 Goldstücke wert. Was hast du dir denn da aus der Bibliothek ausgesucht? Liebesgeschichten von Rosemarie Polzer? Na schön. Wenn du darauf stehst, kannst du es behalten. Ich lese so einen Kram nicht. Schön. Rosemarie, mein Gott, wie hieß denn die Serie? Oh, schreibt mir das bitte mal einer. Ja, da hat sich natürlich noch gleich eine Quest weiter eröffnet. Aber ich habe auch noch irgendwie einen Schlüssel gekriegt. Den gilt es auch nochmal zu auszuprobieren, wo der ist. Gab es denn hier eine Tür? Ich glaube oben drüber, ne? Nee, vielleicht muss ich den hier hinlegen. Oh, man muss alles ausprobiert haben. Nein, ist nicht. Hier gibt's nichts. Mann, oh Mann, oh Mann. Na komm her. Seltsamer Schlüssel. Wo muss denn diese seltsame Schlüssel? Ah, falsch rum. Hier vielleicht? Gibt's da irgendwie was? Nee, gibt's nichts. Ach, hier habe ich rohes Fleisch. Gucken. Alles Fleischbraten. Oh, 11 Stück. Okay. Ja, dann bin ich ja mal gespannt. Seltsamer Schlüssel. Wo soll denn der seltsame Schlüssel passen? Ne, hier geht's raus auf den Weg. Vielleicht hier unten irgendwie. Ja, hier. Das ist immer, die Türen, die haben wir ja geöffnet. Die hier vielleicht. Ne, auch nicht. Ach, Moment. Ach ja, da sind wir wieder rausgekommen. Mhm. Okay. Ja, super geil. So schließt sich der Kreis. Seltsamer Schlüssel. Sandrocksburg. Mhm. Vielleicht oben irgendwie. Schaue ich mal nach. Kann ja sein. Irgendwie. Nee, das ist ja seine Burg. Seltsamer Schlüssel. Wo soll denn der hin? Es wird wieder ziemlich chaotisch hier. Gut, okay. Gehen wir zurück zu Heidelinde und Brosius. Da soll es nämlich noch eine Quest freigeschaltet haben. Und es wird dunkel. Oh, knapp. Ah, dieser schöne Sonnenuntergang. Wunderbar. So, Heidelinde, Griselda. Was macht der Hausherr? Ich habe etwas für dich. Oh, cool. Ich habe hier etwas für dich. Ein schönes Buch für einsame Stunden. Oh, ein Buch von meiner Lieblingsautorin, Rosemarie Polzer. Dabei kann ich mich sicher gut entspannen. Du bist wirklich ein aufmerksamer Mann.
Schade, dass ich schon verheiratet bin. Oho. Ich muss jetzt leider weg. Mach's gut. Ja. Rosemarie Polster, mein Gott, wie hieß denn diese blöde Serie? Ich guck solche Sachen nicht. So, Rosi, mal gucken, was er sagt. Hey du. Ich habe was an. Heidelinde hat sich wieder beruhigt. Wie bitte? Ich höre jetzt wohl nicht richtig. Wie hast du das denn hinbekommen? Mit einer kleinen Geschichte. Hä? Also das verstehe ich jetzt wirklich nicht. Aber na schön, mir soll's recht sein. Okay, bei der Gelegenheit werden wir mal eine Runde schlafen. Und ins Logbuch gucken. Sieht aus, als wäre es erfüllt. Genau, hier steht's. Heidelinde und Brosius. Gut. Schön, dann habt ihr alle wieder einen Hausfrieden gewahrt. Was sagt denn Uldason? Fischsub. Hey. Nichts. Rein gar nichts. Piraten. Die Piratengeschichte habe ich ja sozusagen aufgedeckt mit dem Piratengold. Das heißt also, ich müsste rüber zum Schiff. Ende. Und sie braucht ja noch Kräuterches hier. Genau, nee. Die wird wahrscheinlich freigeschaltet, die Quest, wenn ich alle Kräuter habe. Ja, das heißt also, rübergehen nach unten. So, dann werde ich ab hier mal schneiden. So, wieder zurück an Bord. Jetzt muss ich mal gucken, wem ich das erzählen muss mit dem Piratengold. Ich glaube, das war jemand, der hier in der Gegend war. Vielleicht war es Dandelo. Ja. Nee. Das ist doch nichts Neues. Oder Bericht erstatten. Bei Gernot. Und ich habe 10 Lernpunkte erhalten. Nee. Jetzt bin ich ein bisschen überfragt. Ganelun wird sowieso sagen, stör mich nicht. Halvar. Hey, Halvar. Hey du! Nee, Fähigkeit verbessern. Logbuch, ein Eintrag gucken. Piratengoblins. Am Strand von Guldea, Kundera, ja. So, gibt's hier irgendwie einen Namen, der hier fällt? Was in dem alten Buch? Okay, das ist eine Quest an sich. Die brauche ich gar nicht irgendwie weiter zu verfolgen. Was mache ich denn jetzt? Ich weiß nicht mehr weiter. Soll ich weiter segeln oder? Ich bin noch nicht fertig auf Kundera. Ich will das Wetterbuch finden. So, ich habe mich wieder zurück auf die Insel begeben, nachdem ich mit einigen Leuten gesprochen habe wegen der Piratengoblins. Das ist eine Quest an sich, die noch weitergehen müsste, aber nicht unbedingt hier auf der Insel abgeschlossen werden soll. Nachdem ich auch hier ein bisschen was erledigt, Heidelinde. Ja, da ist da eigentlich noch. Es steht was von, ich sag das jetzt mal ehrlich offen, von Güges Wanderstab oder Magiestab oder sowas, aber hier ist ja nichts. Den Innoschrein haben wir ja erledigt, beziehungsweise hingesetzt. Jetzt bin ich ehrlich gesagt ein bisschen überfragt, wie es weitergeht. Entweder werde ich weiter segeln oder ich werde, Moment mal da oben, vielleicht macht er, sagt er noch was. Das ist ja eh nur Brosius, ne? Ja, richtig. Hey du! Gibt es hier noch was? Nein, es gibt hier nichts mehr. Ja. Dann gibt es noch was mit Griselda, also wichtig Auftrag. Griselda ist ja da oben. Hey du! Gut, da sollte ich ja Heilkräuter besorgen. Oscar, auch nichts. Ja. Obwohl es noch unheimlich viele Viecher gibt,
Ina-Statue, wieder Mana 1 oder was? Nee, ich werde mal 50 Goldstücke spenden. Vielleicht gibt es schon mal was anderes als immer nur Mana. Ein Heiltrank, okay. Wissen wir das auch. Ja, hier haben wir ja dieses fette Skelett da hinten. Das uns mit einem Schlag da genatzt hat. Er ist jetzt hier. Ja, also mir fällt nur eines auch noch ein. Ich habe ja ganz viele Sprüche auf dem Tisch gefunden und die liegen ja nicht von ungefähr. Entweder heiliger Pfeil oder Böses vertreiben. Und ich bin ja nicht so magisch bewandt, auch in den anderen Spielen, Gothic-Spielen nicht. Ich werde mal Folgendes machen. Ich werde versuchen, ihn jetzt mal mit dem Spruch Böses... Ja, also. Lange Rede, kurzer Tod des Skelettes. Und wieder nur ein Knochen. Ja, das freut mich, dass wir dann auch das hier erledigt haben. Und ja, was verstand da? Grab des kolossalen Korsaren Konrad Korowski. Also Leute, ihr habt ja wirklich eine Art Namen zu vergeben. Oh, Grab des kolossalen... Moment, was haben wir denn hier? Ach ja, da unten Korowskis Testament gefunden in seinem Sarg. Ring der Unbezwingbarkeit. Hey! Schutz von Magie, Waffen, Feuer, Pfeilen. Okay. Lederbeutel schwer gefüllt. Das ist doch gut. Dann gucken wir uns doch gleich mal das Büchlein an. Den Lederbeutel als erstes mal. Moment, wo ist er denn? Ist er das hier oder ist das Apfeltabak? Ja, schade, das Inventar ist leider mal ein bisschen durcheinander. Wo ist denn jetzt hier der Lederbeutel? Hier ist, lesen wir erstmal hier, das Testament. Korowskis Testament, mein Testament. Ich habe in meinem Leben viel Gold erbeutet. Anfangs berauschte mich das gelbe Metall, doch je älter ich wurde, desto überdrüssiger werde ich es. Wie viele Menschen mussten dafür sterben? Geplagt von meinem Gewissen habe ich das meiste den Armen gegeben. Aber einen Teil von meinen Reichtümern habe ich an einen geheimen Ort verborgen. Wer es aber zu wagen will, mein Gold zu holen, muss zum verfluchtesten Ort der Welt reisen. Zur Insel der Toten. Ach du liebes bisschen. In der untersten Kammer der Höhle befindet ihr meine Truhe. Wo aber die Insel liegt, mag euch Belia selbst verraten, Korowski. Naja, das ist ja toll. So, was ist jetzt hier mit meinem schweren Ledersack? Da ist er. Sehr gut. Haben wir erledigt. Liebe Leute. Schluss mit dieser Folge. Ich werde mich aufs Schiff begeben und weiter berichten, wie es hier in Odyssey im Auftrag des Königs weitergeht. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt, Korowskis Testament ist durchgelesen. Naja, das habe ich jetzt so gesagt. Ja, hallo? Ah, es ist es. Oh! Schaut nochmal, Sandrock kocht. Cool. Ah, übrigens, es gibt auch noch eine Gruft, das werde ich noch zeigen. Übrigens, es gibt da auch noch eine Gruft. In dieser Gruft befindet sich das Grab des kolossalen Korsaren Konrad Korowski. Scherzkeks. Wieso denn das? Ja, okay. Macht's gut, gebt mir einen Daumen, schreibt Kommentare. Ich freue mich. Tschüss.